Alter, was geht ab, Latonge? Jetzt gibt's Döner von einem Ein-Sterne-Michelin-Star-Koch oder Restaurant, wie auch immer. Ich habe die Story gesehen, weil den gibt's halt offensichtlich nicht immer regelmäßig. Heute gibt's irgendwie so ein Septemberfest. Da haben die den Döner nochmal ausgepackt. Ich hatte gerade eine Shisha laufen. Ich sehe die Story. Es läuft nur bis 18 Uhr dieses Fest. Und ja, es ist schon 17 Uhr. Kann sein, dass der Spieß schon zu Ende ist. Aber wir probieren's mal. Also da sind gerade zwei Jungs an mir vorbeigelaufen. Also die hat noch Döner in der Hand. Das ist schon ein Event, das juckt uns nicht. Und uns interessiert nur der Döner, oder? Und zum Glück gibt es auch Fleisch am Spieß. Was wollt ihr denn? Könnt ihr Hast du scharf? Ja, gib mir alles. Gib dir alles, ja. Da haben wir ihn, Leute. Gebt gerne ein Like. Für euch habe ich meine Shisha, also für Content. Meine Shisha einfach stehen und liegen lassen und bin hierher gelaufen. Die Größe darf jetzt keine Rolle spielen, weil das ist ja kein normaler Dönerverkauf. Das war jetzt für ein Event. Die haben einen Spieß, die müssen halt ein bisschen rationieren, damit jeder von denen. Und die kommen ja nicht fürs Essen, die kommen ja hauptsächlich für das Event zum bisschen saufen und so. Dass das halt für alle reicht. Wir haben hier ordentlich Minze. Irgendeine rote geheime Soße. Salat, Zwiebeln. Das hier. Okay. So, kurz Fleischcheck. Nicht so dünnhaft, wie man denkt, das Fleisch. Auch nicht so zart, um ehrlich zu sein. Sollte. Ziemlich trocken. Auch ziemlich schlecht so verteilt. Erster Bissen hat eigentlich nur nach Zitrone geschmeckt. Weil ja offensichtlich Zitrone drauf kam. Zweiter Bissen schon besser. Weiße Soße auch am Start. Oh, das ist lecker. Ja, also ich bin nicht so begeistert davon. Die rote Soße ist jetzt auch nicht die geilste. Also ein Ein-Stern-Döner ist es sicher nicht. Das ist so ein, hey, wir haben ein Event, ein paar Leute, die ein bisschen was getrunken haben, brauchen was zu essen, Döner. Naja. Was soll ich sagen? Enttäuschender Döner. Unterdurchschnittlich, Grenze an schlecht. Klar, man muss bedenken, hey, das war jetzt für ein Event. Das war wahrscheinlich relativ spontan. Einmalig, man muss dann andere Faktoren spielen da eine Rolle, andere Zielgruppe, das waren leicht angetrunkene Leute, das war jetzt kein Hauptgericht auf deren Menü in einem Ein-Sterne-Restaurant, aber von einem Ein-Sterne-Restaurant erwartet man schon einen höheren Standard, mehr Wert aufs Detail, sonst würde man glaube ich nicht einen Michelin-Stern bekommen. Ja, was ich bemängle, die Soße, die rote. Okay, das ist Geschmackssache, vielleicht schmeckt es gewissen Leuten. Zitrone hat zwar einen Wow-Effekt, aber das ist ja dann sozusagen nur oben und nicht gut verteilt. Und mit diesem grünen Kraut, das auch relativ sauer war,
waren halt die ersten Bissen eigentlich nur sauer. Der Döner war ziemlich schlecht verteilt, eigentlich war alles nur oben. Uns ist eigentlich auch voll rausgefallen. Schlechte Verteilung. Das Fleisch war gar nicht geil. Und ich habe diesen Döner von denen bereits mal gegessen. Damals war es noch nur der 10-Euro-Döner. Was krank ist, weil damals 10 Euro waren so teuer für einen Döner. Und jetzt 57, 8 Euro normal für einen Döner. Damals hatten die natürlich noch keinen Stern. Das war während der Corona-Zeit. Die normalen Restaurants hatten nicht offen. Und die mussten sich irgendwas überlegen. Und dann haben die halt Streetfood angeboten. Diesen 10 Euro Döner. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, dass er zwar gut ist, aber für 10 Euro halt zu teuer. Werfen wir mal einen kleinen Blick zurück. Okay, Leute, das ist er. Warte mal. So. Okay, Mann. Okay, Mann. Das ist echt anderes Level. Okay, was war das für ein Bissen, Mann? Das war echt Geschmacksexplosion. Alter. Schmeckt's hier? Super, Hammer. Das freut uns. Schaut euch das an. Also der erste Bissen mit dem ganzen Zeugs. Boah, das war echt eine Geschmacksexplosion. Man hat echt geschmeckt, jede Zutat, wie sie. Ich hoffe nicht, dass es Placebo-Effekt ist, wo mein Gehirn sagt, boah, 10 Euro, das muss ja geil schmecken, aber nee. Zutaten waren echt fresh, das Brot war krass. Es war nicht umsonst, also ich würde nicht sagen, dass ich die 10 Euro bereut habe, aber die Frage ist halt, wie oft gönnt man sich sowas? Das war's von mir, Leute, und dem Döner von einem Ein-Sterne-Koch, Restaurant, wie auch immer. Früher waren sie besser, aber man muss halt die Faktoren berücksichtigen, dementsprechend sollte man dann nicht zu kritisch sein, weil die bringen auch geile Ramen raus und wenn der Bullmarkt kommt und ich die ganzen Michelin-Star-Restaurants abchecke, werden die natürlich auch abgecheckt, dann kann ich auch was zu dem normalen Essen sagen. Das war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin, Defi, Crow, Crypto Cash, Login, jeden Tag tracken, CS Business und ciao!